Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI-Add-On-Kampagne. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal in der dritten Mission infiltriert unterwegs und da waren wir ja beim letzten Mal, haben wir ja die Karte erkundet, genau. Es ist ja so, wir hatten ja davor diese übertriebene Mission fertig gemacht, ne? Und bam. Genau, da versucht er schon wieder. Und genau, wir waren hier dabei, unsere Helis aufzubauen. Sehr schön, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal weiter. So, ja. Liebe Leute, Ostermontag. Ich hoffe, ihr hattet alle ein sehr schönes Osterfest. Also, bei uns war es sehr entspannt, muss ich sagen. Also, das Osterfest. Wir haben fast nichts gemacht, außer mal spazieren gegangen. Man kann ja auch nicht mehr machen. Ne? Und ja, jetzt ist es so Ostermontagabend. 4 Tage frei gehabt jetzt. Aber jetzt wartet halt wieder eine neue Arbeitswoche. Zwar nur eine 4-Tage-Woche, aber Arbeit ist halt Arbeit, ne? Was will man da machen? Aber, ja, mein Gott, kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich würde eigentlich ganz gerne dem seinen Sammler klauen, aber naja. Was macht der eigentlich immer für eine Einheitenkombi hier? Ein Invasor und ein Kommando. Was macht der da? Na gut, Leute, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere 4 Hubschrauber, sehr gut. Und wir können Mammuts bauen und Raketenwerfer, dann würde ich sagen, bauen wir Mammuts en masse hier. So, Ionenwerfer, jetzt habe ich den Sammler schon wieder verpasst, das ist natürlich blöd. Wartet mal, so. Und zack! Ah, verdammt nochmal, nicht ganz getroffen. So, aber der ist zumindest schon mal rot, das ist doch schon mal sehr gut hier. So, was versucht er da schon wieder? So, seid ihr wieder voll? Ihr seid schon wieder voll. Sehr schön. Dann könnt ihr ja eben seinen nächsten Sammler hier wegballern. So, und drauf da. Bam. Ja, der baut da wieder diese Kommandoeinheiten, die wir selber nicht bauen können, sondern nur die KI. Das ist gerade ein bisschen komisch. Na, schieß doch. So. Immerhin, es bringt ja auch was, wenn ich ihm seine Sammler einfach nur kaputt schieße und nicht ganz kaputt mache, weil dann ist es ja so, dass... Was zur Hölle? Dann ist es ja so, dass er zwar Kohle noch kriegt, aber sehr langsam. Und dann baut er sich keine neuen Sammler, wenn der eine kaputt geht. Das ist es halt, ne? Und das ist, finde ich, im Prinzip effektiver. Oh, schaut mal hier, Flamme der Läuterung. Geld unzureichend. Oh Gott. So. Ja, Mammutpanzer. Genau, Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, ja, obwohl, wartet mal. Bevor ich hier Mammuts weiterbaue, hätte ich ganz gerne eine Wartet mal, ich habe eine Idee. Ha, Leute, ich habe eine Idee. Man, ihr habt mir gesagt, hier gibt es einen kleinen Trick bei Command & Conquer. Und zwar, wenn ich mich hier jetzt mit diesen Sandsackbarrieren kann ich mich ja rausbauen. Ne, das ist ja so cool hier. Und dann kann ich hier jetzt gleich eine Raffinerie weiter nach vorne hinsetzen. Ja, das ist natürlich... das hat schon was. Muss ich sagen. Und hat die Kohle, die reicht sogar. Sehr schön. Dann würde ich sagen, baue ich noch eine. Verkaufe ich die beiden. Damit da die Kohle mal ein bisschen schneller reinkommt. So, genau, das ist doch eine gute Idee gewesen, glaube ich. Und ich habe keine Lust mehr, so lange hier auf die Kackkohle zu warten. Ist einfach so. Und was kommt da? Da, Leute, das ist eine neue Einheit. Die haben wir noch gar nicht gesehen in dem Spiel. Raketenwerfer. Erinnert mich echt an die Russen-Raketenwerfer. Schaut euch die an. Die machen schon übelst Damage. Habt ihr es gesehen? So, und Ionenwerfer, jetzt könnte ich eben diesen Sammler wegnehmen, aber nein, ich mache das mal so. In die ganzen Minigen da rein.
So, sehr schön, Leute. Alles klar. Dann ist die Raffinerie auch fertig. Sehr schön. Na komm. So, zack hier. So, da habe ich jetzt hier zwei Raffinerien stehen. Da der ja da hinten nicht hingeht, würde ich sagen, ist das doch ganz geil eigentlich. So, fahr da unten rein. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, aber der hat auf jeden Fall hier einiges an Einheiten Mist stehen, ne? Der baut gerne diese Kommandos. Der baut verdammt gerne diese Kommandos. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich stelle die Panzer dahin als Verteidigung, ja. Keine schlechte Idee. Genau jetzt kommt er nämlich hier an. Genau jetzt kommt er nämlich hier an. So, jetzt fahrt nicht dran vorbei. Oh, Gott sei Dank. Da wollte der Sack mir echt ne Dings wegnehmen, ey. Eine Raffinerie, das wäre es ja gewesen. Dieser Penner. So, ja, jetzt macht hier keinen Sammlerstau, sondern fahrt doch da unten rein. So, dann geht das doch mit der Kohle mal ein bisschen schneller hier. Da kommt er schon wieder mit einem... Mit einem, genau, mit so einem scheiß Invasor. Lass den das ruhig versuchen. Scheißegal, es kommt da mit einem GDI-Raketenwerfer. Okay. So, bam. Bringt nix, Kollege. So, wir haben 4 Sammler im Einsatz. Was macht dann jetzt? Was macht dann jetzt? Hä? Warum denn jetzt auf einmal? Ach, wahrscheinlich wieder, weil ich halt da mich aufgebaut habe. Ne? Jetzt kommt er ordentlich an. Bam, so. Ach, die können doch nichts. So, Leute. Dann stellt euch mal wieder vernünftig hin hier. Oder ein Feld nochmal nach oben. Oh, da kommt was Größeres. Ach, wieder so ein Raketenwerfer hier. Okay, Leute, ich verstehe schon. Aber ja, wir bauen nach wie vor weiter unsere schöne Mammutpanzerarmee auf hier. Ja, gut. Passt schon so. Reparatur läuft. Wie wäre es mit was Rock'n'Roll? Oh, schau dich das an. Hammer. Leute, Hammer. So, Ionenwerfer. Mach mal die beiden platt. Sehr gut. So. So kann man den Schritt für Schritt abschwächen und der wird ja danach wahrscheinlich versuchen, hier zu sammeln. Ne? Unsere Basis wird angegriffen. Ach Leute, ihr geht mir auf den Sack mit euren Kommandos. Wirklich. So, aber da rollt doch schon der nächste vom Stapel. Das ist doch schon mal sehr gut, Leute. Und ja, freut mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt beim guten alten CMC Remaster. Ja, macht doch verdammt viel Spaß, muss ich sagen. So, dann reparier das Ding. Reparier das Ding. Ja. Genau. Und ich würde sagen, wir haben jetzt 8. 15 Mammuts sollten dafür reichen. Ja, doch, ja. Der hat ja keine, beziehungsweise ich habe den weggeballert. Der hat ja keinen Obelisken mehr, ne? Ah, gut, okay. Der sammelt da oben halt fleißig, ne? Lass ihn das ruhig da oben sammeln. Ich meine, bevor ich ihm jetzt nach und nach seine Sammler wegknalle, die er dann eh neu baut, bringt doch nichts. Ich hab sie halt verlangsamt, ne? Alles klar, der Geldfluss, der ist gewährleistet. Es ist schon mal saugut. Geldmittel unzureichend. Diese Sansa-Karriere kann weg. Lass die Produktion am Laufen hier. So, Leute. Wisst ihr was? Damit der da nicht die ganze Zeit mit seinen Invasoren ankommt. Stellen wir 3 Manneken dahin. So. Aber bitte nicht mit dem Kommando anlegen, weil gegen Kommando habt ihr keine Chance. Wirklich nicht. So. So seht ihr das, Leute. Es ist immer mindestens ein Sammler an Geld abwegbringen. Und das ist doch mal mega nice, Leute. Mega.
sogar. Nice. So. Ach, das geht sogar. Krass, guck mal. Ich habe gerade was rausgefunden. Naja, gut. Ist unwichtig. Ist unwichtig. Wo sind die Männchen hin? Hä? Wo sind die Männchen hin, die ich da hingestellt habe? Ach Leute, ihr seid doch blöd. Naja, gut. Wir haben 12 Mammuts. Ah, wisst ihr was? Komm, nimm ihn seinen Sammler weg hier. Bam. So. Damit er mal ein bisschen Kohle ausgibt für Sammler hier. Rock'n'Roll, nee, danke. Schafft ihr das noch? Schafft ihr das noch, ohne in die Reichweite der Flachs? Nein, aber nicht... Nein, 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 okay, raus, raus, raus. Okay, raus da. So. Und wieder heimfliegen, bitte. So. Ja, läuft, würde ich sagen. Mit der Geldzufuhr. Och! Okay. Der kommt auf einmal mit dem Hubschrauber angeschissen. Auch interessant. Was macht er denn jetzt? Was zur Hölle? Okay. Ja, wahrscheinlich, weil ich ihm seinen Sammler wegnehmen wollte. Das kommt dann davon, ne? So, wieder 2 Kohlelieferungen gleichzeitig. Sehr gut, Leute. So. Sollte eigentlich immer mein Ziel sein, ne? Immer 4 Sammler haben. Wobei, der baut den nicht nach, ne? Sehe ich gerade. Der baut diesen Sammler nicht nach. Ah, bam, weg damit. Bam. Und tschüss. Sehr schön. Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Alte Grafik. Sieht schon interessant aus, muss ich sagen. So, wir haben keine Silos. Ja, bauen wir 2 Silos. Dann bauen wir 2 Silos. Na komm. So, zack. Und hier noch eins. Zack. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, bevor wir hier noch weiter Zeit verlieren, legen wir los, gehen wir angreifen. Okay, gehen wir angreifen, würde ich sagen. So, Mammuts, ihr stellt euch mal bitte da vorne hin. Ionenwerfer ist auch gleich fertig, sehr gut. Oh, schaut euch das an. Ja, ich hätte lieber auch gerne die Raketenwerfer gebaut, aber... Beziehungsweise diese Art von Raketenwerfer. Diese haben wir ja noch nie gespielt, ne? Ist auch interessant, diese Einheit. Die macht schon verheerenden Schaden, ne? Geh mal dahin. So. Ich schmeiß gleich den Ionenwerfer hier auf diesen Raketenwerfer. Oder auf die Männchen. Schau das an. Auf die Männchen. Das ist eine gute Idee. So, Leute. Dann würde ich sagen, knall ich ihm gleich hier unten die Flak weg. Und dann die Hubschrauber da drauf. So, Ionenwerfer drauf. So. Los geht's, Leute. Und bam, mach diesen Raketenwerfer weg. Und die Geschütztürme wegmachen. Und hier drauf, bitte. Da, seht ihr das, diese Raketenwerfer? Boah, die machen schon ordentlichen Schaden. So, Tarnpanzer, Flammenwerfer, weg damit. So, und weg damit. Jetzt brauchen wir sogar schon Silos, ey. Ja, gut, dann. Bau halt Raketenwerfer. So, die Hubschrauber dann bitte hier drauf. So. Da hat er Notmods hier. Damit hat er die Notmods. Aber natürlich hat er weitere Flachs noch, ne, im Einsatz. Ja, gut. Hallo? Nein, hier. Ja, das war jetzt Selbstmord, leider. Aber passt doch, Leute, passt doch. Bam. Da. Rums. Und Rums. Sehr schön, Leute. Und Rums. Geil. Und zack. So. Dann. Und auf den Bau. Bam. So. Ja, Orcas habe ich. Oh, habe ich sogar noch 3 Stück. Dann so, bam. Sehr schön. Ja, dann haben wir den auseinandergenommen hier, ne?
Dann haben wir den ziemlich gut auseinandergenommen. Bam. Das macht schon Spaß. Hallo? Motorräder. So, bam. Und hier weiter. Bam. Einfach so geil mit den Raketen. Die machen einfach viel mehr Damage. So, und bam. Das war's schon. Sehr gut, Leute. Und Mission 3 endlich geschafft. Naja, die drei Gummipanzer, ne? Aber so sah das ja hier nicht aus. Wir sind mit Mammutpanzer reingefahren und nicht mit Gummipanzer. Schaut euch das an hier, ey. Not 268, oh mein Gott. Und die Uhr ist oben wieder, wartet mal. Die Uhr ist oben wieder kaputt gegangen. 9 Minuten. So. Ich glaube, es waren 9 Minuten. So. Gut, Leute, dann haben wir hier noch eine Bonusgalerie, aber welche denn? Welche ist denn neu? Ich glaube die. Ah, Kane und das Gleichgewicht der Macht. Jokushin zeigt, wie gut er mit Theaterrequisiten umgehen kann. Cool. Gut, alte Kane. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, da können wir weiter... Ah, nee, Quatsch. Hier, Datenübertragung. Not hat einige wichtige Objekte aus unserer Tiberium-Forschung gestohlen. Holen Sie sie zurück. Ein einheimischer Zivilist hat sich bereit erklärt, uns Zugang zum Not-Gelände zu verschaffen, wenn wir seine Frau befreien und in Sicherheit bringen. Okay. Also, dann bin ich mal gespannt. Was uns hier erwartet, ne? Ach, die geile Flammenwerfer-Cutscene. Genießt sie. Genau, Leute. Ach du Scheiße. Die Cutscene, wo das Auto wegfliegt, wenn der Flammenwerfer drauf sprüht. Das ist auch ein bisschen sinnlos, aber gut, Leute. Ach du Scheiße. Okay. Alles klar. Gut, Leute. Dann haben wir wieder hier eine limitierte Einheitenmission. Oh nein, ey. Ui. Ui, 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 ui. Okay. Abwärtskumpel. Ach Gott. So, ja, der ist jetzt schon gelb, leider. Aber es ist eine Add-on-Mission. Das heißt, ich befürchte... Nehmen wir die drei. Oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Och. Was? 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 Was war das denn? Okay, wir müssen den Typen schützen. Okay. Ich verstehe. Das heißt, diesen Typen hier. Den kann man nicht steuern. Ja, toll. Toll. Und wir haben hier einen Kommando, ne? So. Okay, Leute, dann. Gehe ich erstmal hier nach links, ey. So. Gut. Wir müssen diesen Zivilisten. Nein! Um Gottes Willen. Nimm die drei Kampfpanzer und mach diesen Flammenwerfer da platt. So. Genau. Sehr schön. Ja, gut. So, okay, dann weiter. Weiter im Text. So, da sind wir ja hier. Genau. Und, ein... Ach. Shit, Mann. Ah, gut. Ich wollte eigentlich mit dem noch weiter erkunden. Ja. Gut. Mach den Flammenwerfer im Arsch. Mach den Flammenwerfer im Arsch. So. Sehr schön. Was soll ich denn mit dem Typ hier machen? Wenn wir seine Frau befreien und ihn in Sicherheit bringen. Bill. Okay. Hm.
Ich glaube, ich nehme mal die, den Raketenwerfer hier. In Ordnung. Und nochmal da unten diese Einheiten weg. Breche auf. Ich hoffe, dass das klappt, ey. Breche auf. Der kann dir ja... Jawohl, Sir. Breche auf. Nein, das war scheiße, okay. Jawohl, okay. Oh, das klappt nicht. Bestätigt. Jawohl, Sir. Ach, come on, ey. Jawohl, Sir. Jetzt habe ich schon keinen Raketenwerfer mehr. Hm. Blöd, ey. Echt blöd. In Ordnung. Aber ja gut, vielleicht brauche ich die ja gar nicht mehr. Okay, da kommen die Motorräder an. Ach du Scheiße, drei Stück. Unangenehm. Unangenehm. So. Brauche ich jetzt den Kommando da oben, ne? Ich brauche den Kommando. Okay, interessante Mission, Leute. So, Maria, ist das die Frau von dem Typen? Ich glaube schon. Aber... macht die alle kalt hier. So, los, Leute. Das ist Maria. Oder hier ist auch noch jemand? Shelly. Hm. Die Frau von dem Typen, also. Oh Gott! Um Gottes Willen. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Kampfpanzer, bitte. Du musst hier verdammt taktisch vorgehen, ey. So. Warte mal hier. Du machst bitte das Männchen da oben weg. Ach, so groß ist die Karte gar nicht. Okay. Macht ihr bitte diesen Flammenwerfer da weg. So. Oh Gott. Raketenwerfer hat er auch. Oh Mann, Leute. So. Nee, da ist irgendwie Dead End. Keine Ahnung. Da kann ich nicht rein. Leute, das geht nicht. Das sind zu viele Einheiten. Ach du Scheiße. Boah. So. Die können echt weit schießen, ey. Die können extrem weit schießen. Okay, wo ist denn deine Frau? Kollege. So. Da ist noch ein Raketenwerfer. Netter Blechhaufen. Ach du! Alter Schwede. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Leute? Ja, keine Chance, Leute. Wie soll man das denn machen? Ja, die machen ihn jetzt kalt, ne? Scheiße. Die machen... Puh, ja, toll. Tja. Leute, wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Wirklich nicht. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Einheit verloren. Hä? Bitte was? Ein Einheimischer hat wieder so einen Zugang zum Nachtgelände, wenn die seine Frau befreien und in Sicherheit bringen. Hä? Okay. Aber wo ist denn seine Frau? Scheiße, Leute. Ich habe wieder mal keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oh Mann. So, Wüstenjäger. Ich glaube, ich muss einfach mich hier links halten, oder? Ich muss mich einfach hier links halten. Oh, da ist der Flammenwerfer. Ich brauche diesen Jeep, glaube ich. Ja. Sehr schön. Okay, gut. Ich brauche diesen Jeep hier. Die Frage ist halt, was muss ich hier genau machen? So, da ist der Flammenwerfer. Okay, Raketenwerfer. Da kommen jetzt die drei Motorräder. Okay. Gleich läutet meine Uhr. So.
Da kommt noch ein Motorrad. So, und hier. Genau. Das war meine Uhr jetzt. Ach Leute, seid doch nicht so behämmert. So. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das. Mission 4 GDI. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde mich sehr freuen. Wie es hier dann weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.